Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge vom Arsch. Ich fahre erstmal den Stroh zum Heizkraftwerk. In der Hoffnung, ein bisschen Geld zu kriegen. Und wir müssen den Stroh auch loswerden. Das ist viel wichtiger. Weil wir haben, unsere Lager sind voll. Pellersrück ist voll. Ja, ja, es ist halt leider so, ne, wie es ist. Nun muss ich noch für Arbeit kriegen, ne? Sind wir auch im Feldern liegt, können wir noch verarbeiten und müssen wir noch runterholen. Aber das andere, was lose ist, denke ich mal, bleibt liegen, wenn wir unterflügen. Dann hat er keinen Zweck. Und wir jetzt unnötig viel Stroh lagern und das kriegen wir nicht verarbeitet. Das wüsste ich jetzt aktuell nicht, wo wir es hinschmeißen sollten, ne? Variante wäre Kompost, aber ja, ich habe für Kompost aktuell auch keine Verwendung, ne? Und selbst wenn wir dann Stroh brauchen würden, ich habe noch 6 Millionen im globalen Markt. Ja, das ist, ne, zwar müssen wir erst gekauft werden, kostet ein Apple-Ei, ne, kostet 50 Euro pro 1000 Liter, glaube ich. Ist im Grunde nichts. Schauen wir mal, ein Heizkraftwerk, wie es so nett ist und abnimmt. Ja, ich dachte schon vorbeigefahren. Nee, wir sind richtig. Hier liegt auch noch was rum. Ach je. Das muss ich erstmal runternehmen. Das heißt, das machen wir anders. A, B. B. Z. Aber, ja. Das wird noch blöder, ne? Weil jetzt lädt ja beides auch, ne? Müssen wir Strom woanders hinlagern. Auf einer anderen Ecke. Bringt so nichts. Wird beinahe was geworden. Hätten wir hier beinahe hier alles komplett Stroh und Paletten vermischt. Dann muss ich räumlich trennen. So, hier geht es ganz gut. Und das müssen wir erstmal, ja, Bahnhof fahren, ne? Paletten. Gut, hätte er nicht aufgenommen. Paletten. Also das Heizkraftwerk ist auch nicht wählerisch, ne? Also ist wählerisch. Das lagern wir mal, ja, erstmal hier ab, weil jetzt ändern wir um auf Stroh, weil Rundballen. Ob der überhaupt Stroh annimmt? Hier wächst mein Hopfen, ne? Oh, vorbeigefahren. Ich sehe nicht viel. Grünzeug. So, zack, zack, zack. Geht ruckzuck. Glaubt mir, das per Hand aufladen müsste, würde ich es eher anstecken auf dem Feld. Schönes großes Julifeuer machen. Großen Berg. Bisschen Benzin zum Anfang und dann geht er ab.
Wenn es erstmal fackelt, dann fackelt das auch. Ja, immerhin 30.000, ne? Wir haben es ja Kauf bekommen, sagen wir so. Kein Vermögen, aber so wird wieder aufladen. Heißt wieder umändern auf Paletten. Das wollen wir auch verkaufen, ne? Zumindest haben wir die Lohnkosten eingenommen, also für die Ernte und so, ne? So. Jetzt fahren wir jetzt zum Bahnhof. Wenn mir alles täuscht, nehme ich das an. Und dann sammeln wir den Reststroh. Also für 30.000 können wir schon verkaufen, ne? Also. Ja, gut, besser wie nichts, ne? 4-5 Fuhren. Ja, geht auch was zusammen. Dann presse weiterhin Stroh. So. Bahnhof von der anderen Richtung vorbeigefahren. So, die Richtung. Seh nix. Tracking ausgefahren, wie es aussieht. Und alle sind noch. Ja, Technik. So, was sind wir da? Da klingelt keine Kasse, nicht gut. Wieso nicht? Das ist jetzt hier was im Zeug. Hoi! Das ist Heu. Heupellets. Holz. Heu. Bahnhof. Ist doch richtig hier. Jetzt schon. Immerhin etwas, ne? So, deswegen können wir hier mal ganz kurz gucken. Was hier los ist. Der stand schon vorhin da. Parken hier. Hat Allrad, ja. Junge mit Schwung. Ach, hier ist was drin. Vielleicht deswegen. Das sieht gut aus. Eins, zwei. Donnerstag. Also morgen ist live. Morgen ist vielleicht kein Livestream. Ich bin mir auch nicht ganz sicher.
Dazu ist die Quote zu gering. Ich belasse bei den Folgen und gönne mir ein bisschen Ruhe. Gut, das klappt. Der ist unterwegs. Gut, dann Strohpressen, ne? Richtung Feld Nummer 12. Wir haben ja mal fahren lassen, ne? Feld 12. Dann ist er auch gleich fertig und wird auch gleich eine 12 fahren. Dann ist es dann können die im Verband arbeiten. Geht ja ziemlich zügig, von daher. Ich muss nur die Felder freikriegen nachher für die Auffahrt, dass es eine entsprechende Raps rein kann. Ne? Also 1, die 15, 2 und die 3 sollte allerdings Raps laufen. Ne? Also ungefähr so. Jetzt haben wir schon ein Lager drin an. An Getreide, hier ganz vorne. Gerste haben wir 700.000, das ist gut. Und Weizen haben wir fast 1 Million, das ist auch gut. Hafer hat auch nichts angekommen. Entlassen. Dann wirst du jetzt auffahren zum Feld Nummer 12. Und geht ab. Wir treffen uns da, ne? Der ist ein hoher LKW. Wo steht er? Das ist Baustelle. Das ist jetzt richtig blöd mit dem Tracking, das nicht so funktioniert, ne? Ach. Naja, dann vom Rest Stroh holen, ne? 17 wollte ich befahren erstmal. Aber 17 wollte ich erst noch kalken. Auf jeden Fall muss da gekalkt werden. Bevor ich da anfange, überhaupt mit der Aussaat. Düngen kann man immer noch zur Not. Eine weitere Fruchtfolge, aber erstmal sehen, dass wir da Stroh da kriegen. Aber wir haben ein paar Stücke hier zu liegen, hier, die wollen auch noch wegfahren. Sehe ich gerade so.
Nehmen wir gleich mit. Fahrrad angekommen. Ah ja, wir umstellen, umstellen auf Rundbahnen. Wieder ausschalten. Und war das nix. Aber mein Lager schon voll ist. Wir haben noch gar nicht gefahren so viel. Naja, gut, ein paar Anhänger haben wir schon gefahren, ne? Aber. Aber. Bei weitem nicht so viel, wie ich das dachte. So, da wird 3 auch erledigt. 2 machen wir später, das wird nicht so viel. Ein bisschen dichter rangehen, ne? Sonst hören wir ja nichts und sehen nichts. So. Aber den Schwein, guten Tag. Dann können wir gleich hier mal alles sammeln. Ich will das ja gar nicht mehr. Tja, schon wieder ist die Zeit abgelaufen. So, liebe Schauer, auch das war's für heute schon gewesen. Leider nur Stroh. Naja, teilweise. Tja, morgen, ja, gleich mal kalken lassen hier, ne? Und dann natürlich weiter sammeln an Stroh. Geht ja leider nicht anders. Dann werden wir gleich mal näher sehen, dass wir auf Feld Nummer 12 die Verband eingestellt bekommen. Dann nehmen wir den gleichen Modus wie bei dem Drescher und dann müsste es klappen. Das werden wir heute auch mal. Tschüss, ciao, ciao, schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen, wie gesagt, das, was ich gerade gesagt habe, wird geplant, zieht dann durch. Tschüss und noch einen schönen Tag. Bis dann und tschüss.